Blick in die Materie. Röntgenkamera aus Graz. Muhren im Test. Ketchup als Modell. Wellblech gegen Erdstrahlen. Einfach und wirksam. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Manche schwören auf sie, andere belächeln sie. Wünschelrotengänger, die geopathogene Zonen aufspüren oder Wasseradern suchen. Streng physikalisch gibt es noch keinen Nachweis für diese Störzonen. Österreichische Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass diese Zonen aber messbar auf Menschen wirken. Überraschend einfach können diese Störzonen ausgeglichen werden. Mit einem Stück Wellblech, so wird behauptet. Begonnen hat alles in Salzburg, eigentlich aus purem Zufall. Vor 5 Jahren wurden in einem Pilotprojekt Patientenzimmer besonders freundlich eingerichtet. Helles Holz, angenehme Farben und Formen und eine harmonisch geschwungene Deckenbeleuchtung aus Wellblech. Die Patienten gaben an, sich in diesen Räumen subjektiv recht wohl zu fühlen. Seither gibt es in vielen Krankenhäusern in Österreich kleine Veränderungen. Völlig unscheinbar, wie auch hier im Otto-Wagner-Spital in Wien. Zum Beispiel in der Telefonzentrale, nicht auf den ersten Blick erkennbar, ein Stück Wellblech an der Decke. Und diesmal hat es nichts mit Beleuchtung zu tun. Auch in anderen Räumen entdeckt man erst auf den zweiten Blick das rätselhafte Accessoire. Es soll vor störenden Erdstrahlen schützen. Was so fantastisch klingt, hat eine Gruppe von Forschern Jahre beschäftigt. Und sie wollen diese Wirkung nun nachweisen können. Das ist der eigentliche Entdecker des Phänomens. Er hat mit seiner Wünschelrute die Wohlfühlzimmer im Landeskrankenhaus Salzburg untersucht und dort keinerlei Störzonen gefunden. Daraufhin hat er zusammen mit Wissenschaftlern lange Testreihen begonnen. Modern Times wird man zunächst zeigen, dass der Einfluss von Erdstrahlung am Menschen nachweisbar ist. Der einfachste Test über einer Störzone lässt für kurze Zeit die Muskelkraft nach. Doch das dient hier nur dazu, um den richtigen Platz für eine Messung zu prüfen. Die Forschergruppe hat an mehreren hundert Personen Bioresonanzmessungen durchgeführt, um statistische Vergleichswerte zu bekommen, wie stark Menschen überhaupt auf angebliche Störzonen reagieren. Nach dem Seitenwechsel die Gegenprobe ohne geopathogene Belastung. Doch Bioresonanz ist wissenschaftlich nicht anerkannt. Daher wurde die eigentliche Studie nach streng objektiven medizinischen Gesichtspunkten durchgeführt mit EKG. So, ich würde Sie jetzt bitten, auf den Bildschirm zu schauen. Die Testperson sitzt genau über einer festgestellten Störzone. Gemessen werden geringe Veränderungen in der Herzfrequenz, verursacht durch Stressreaktionen des autonomen Nervensystems. Es ist vom Willen nicht beeinflussbar. Und jetzt die Welle in die Höhe. In der Salzburger Doppelblindstudie wussten die Versuchspersonen natürlich nicht, was gemessen wird. Und die Welle war in Nebenräumen angebracht. Doch sie zeigt Wirkung. Der Herzschlag verlangsamt sich, der Stress lässt nach. Wir bringen den Nachweis, dass diese Zonen einen Einfluss auf den Menschen haben. Unabhängig, ob wir es jetzt mit physikalischen Methoden messen können oder nicht. Es besteht ein Einfluss auf den Menschen. Jetzt ist die Physik gefragt, hier den Nachweis zu erbringen mit ihren technischen Möglichkeiten. Ein völlig unphysikalischer, aber Skeptiker oft überzeugender Test. Zur Nachahmung durchaus empfohlen. Unter welchem Hütchen ist die Störzone? Auf den zweiten Standort bitte. So soll sich übrigens auch leicht feststellen lassen, ob ein Wünschelroutengänger gut gearbeitet hat und tatsächlich eine Störzone gefunden hat. So. Gehalten. Auch hier zeigt sich, was für die Fachwelt erstmals überprüfbar bewiesen wurde, mit EKG. Mit dieser Methode konnten wir inzwischen tatsächlich wissenschaftlich fassbare Ergebnisse bringen, nämlich auf der einen Seite, dass es Störzonen gibt und dass die tatsächlich den Menschen beeinflussen, auf der anderen Seite, dass es auch eine Art Absorbereinrichtung gibt und die tatsächlich funktioniert. Das war ja nicht so selbstverständlich. Wellblech für Wellness? Warum und wie es funktioniert, dafür gibt es noch keine schlüssige Erklärung. Das sollen künftige Forschungen herausfinden.